A3.3. Berechnen Sie den Wert des Autos beim Neukauf auf ganze Euro gerundet. Dafür müssen wir nochmal nach oben in den Text gehen, weil da steht alles Wichtige drin. Hier heißt es ja, derzeit kostet das Auto 12.057 Euro. Derzeit ist immer der Zeitpunkt 0, wie Sie jetzt hier auch sehen können. Wenn 0 Jahre vergangen sind, also jetzt, kostet es so viel. So, dieses Auto ist jetzt ja schon 2 Jahre alt. Wir müssen also den Preis um 2 Jahre zurückrechnen. Wenn wir vorwärts rechnen, setzen wir plus 2 ein und wenn wir rückwärts rechnen, brauchen wir logischerweise minus 2. Also nehmen wir die Gleichung her. Mit y ist gleich 12.750 mal 0,84. Und jetzt hieß es ja vor 2 Jahren, also hoch minus 2 Euro. Und ebenfalls ganz wichtig aufpassen, auf welche Stelle man runden soll. Auf ganze Euro runden und dann kommt ein Wert von ungefähr 18.070 Euro raus.